Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute bei dnews24tv zu einer neuen Ausgabe von Genießen wie Gott in begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier und sie entführt uns heute auf die größte Insel im Mittelmeer. Noch größer als Sardinien ist nämlich Sizilien. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen guten Tag. Richtig, Sizilien ist die größte Insel im Mittelmeer mit ja 25.500 Quadratkilometern. Und historisch ist das sozusagen der Treffpunkt gewesen von Italienern verschiedener Stämme, Griechen und Bürgern oder Menschen aus Arabien, zum Beispiel den Karthagern und anderen, weil es ja direkt mitten im Mittelmeer liegt und alle da irgendwie mit ihren Schiffen Richtig, vorbeifahren mussten. richtig. Sizilien hat eine ziemlich internationale Historie, wenn man so will. Das waren definitiv die Griechen dort. Die haben auch sehr viel Spuren hinterlassen. Es gibt auf Sizilien sehr viele Tempelanlagen. Eine der größten befindet sich im Agrigento, also im Süden der Insel. Dort kann man wirklich, ja, letztendlich mehrere Tage verbringen, kann da durch die ganze Gegend laufen, kann immer wieder andere Tempel besuchen. Es gibt auf Sizilien nur einen einzigen Abschnitt im Grunde, und zwar ist das im Nordwesten, so quasi hinter Palermo, so ein kleiner, wie so eine Art Wurmfortsatz. Da sind die Griechen nicht hingekommen. Das ist also wirklich der einzige Fleck von Sizilien, wo keine Griechen ihre Spuren hinterlassen haben. Also ich war offen gestanden noch nie auf Sizilien, habe da nur sozusagen zwei Erfahrungen, nämlich erstens, ich war ein paar Mal auf Malta und die Fluglinie, die von München nach Malta fliegt, fliegt dann über Sizilien oder so an Sizilien vorbei, dass man da schauen kann. Und zum anderen, das darf ich vielleicht gar nicht so laut sagen, deswegen sage ich das ein bisschen gedämpfter, habe ich mal so ein Fernsehkrimi gesehen mit einem Kommissar auf Sizilien und der Rosario Montalbano. Hat wahnsinnig gerne gegessen, was man ihm auch irgendwie ansah. Ja. Und da gab es so super schöne Geschichten mit Fisch und es war immer toll, wie der da in den Restaurants gesessen hat und die einfachen Gerichte da zu sich genommen hat. Das hat einfach Appetit gemacht, da mal hinzufahren und mal zu gucken, ob das Fernsehen ist oder wirklich so ist. Es ist in der Tat so, man kann ja eigentlich ja fast überall in Italien sehr gut essen. Auf den Inseln haben wir natürlich, weil wir das Meer drumherum haben, sehr viel Fisch. Und Sizilien ist halt auch bekannt für Fisch. Dort wird Fisch in allen Variationen zubereitet. Wir haben ganz, ganz viel die Rotbarben dort. Die werden also sehr, sehr gerne verarbeitet. Und ja, es gibt auch Fischsuppe. Und was auch nicht zu verachten ist, wir hatten ja vorhin gesagt, wer alles so seine Spuren hinterlassen hat, das waren ja nicht nur die Griechen, das waren ja auch die Araber, Nordafrikaner. Und so ist die Küche auch so ein bisschen durch Nordafrika beeinflusst. Und wir haben dort als ein sehr, sehr bekanntes Gericht Couscous. Couscous mit Fisch zum Beispiel. Das ist etwas, was auf Sizilien sehr berühmt ist, sehr gerne gegessen wird. Ansonsten haben wir noch, ja, das ist auch ein Rezept, das ich Ihnen nachher noch geben werde, damit Sie es veröffentlichen können. Ich mache das sehr, sehr gerne auch bei meinen Verkostungsabenden, und zwar einen Orangen-Fenchelsalat. Ist also sehr erfrischend, sehr fruchtig, und wir haben hier ja im Grunde zwei verschiedene Komponenten. Einmal diese süße Frucht der Orange und dann die leichte Schärfe vom Fenchel. Dann bereiten wir eine Soße zu aus einem ganz tollen Olivenöl mit Zitronensaft und was wir noch drüber geben, so in Ringe geschnitten, weiße Zwiebeln oder rote. Das, ja, kann man machen, wie man möchte. Also beides geht. Das klingt toll, da freue ich mich schon auf das Rezept und vielleicht auch auf einen Tipp zu dem richtigen Olivenöl. Wahrscheinlich alles bei Ihnen zu beziehen bei portavagnu.de. Ja, genau. Wo wohnt man denn auf Sizilien? Es gibt ja ein paar größere Städte, Catania, Palermo.
Aber natürlich viel mehr ländliche Gebiete. Man kann sicherlich zum Wasser gehen, man kann irgendwo im Hinterland wohnen. Wo sind denn so Ihre Lieblingsorte? Also was ich wirklich empfehlen kann, das ist dieser Zipfel oben im Nordwesten, quasi hinter Palermo. Da haben wir Lozingaro, das ist ein Nationalpark mit ganz, ganz kleinen Badebuchten. Dort kommt man auch nicht mit dem Auto hin. Das Auto muss man also wirklich ein ganzes Stück vorne dran parken und dann läuft man mit seinen ganzen Sachen, mit seinen Badesachen, Taschen, Schläppchen und so weiter, läuft man über so eine Klippe und dann kann man immer runterschauen und sieht dann dort unten diese Buchten liegen. Und ja, leider ist es so, dass man da ein bisschen weiter laufen muss, weil die ersten natürlich, das sind die dichtesten am Parkplatz, die sind natürlich ganz, ganz früh auch schon frequentiert von ganz vielen Menschen. Und da man die Möglichkeit hat, auch andere Buchten zu besuchen, sollte man sich dann auch wirklich die Mühe machen und die Zeit nehmen, ein bisschen weiter rauszulaufen. Und dann kann es durchaus sein, dass man auch eine Bucht zu zweit oder zu dritt alleine hat. Und was wirklich ganz toll ist dort, das Wasser ist kristallklar. Ich bin also ins Wasser gegangen, war keine 30 Zentimeter im Wasser. Da kamen dann schon die ersten Fischchen an und haben da so rumgeknabbert. Und man sieht die eben auch von oben, wenn man ins Wasser reinschaut. Man muss also gar nicht weiter ins Wasser reingehen. Die kommen da und sind total zutraulich und sind neugierig und wollen wissen, wer kommt denn da. Also wirklich ganz, ganz toll. Das ist ein Fleckchen, den ich sehr genossen habe, den ich wirklich, ja, ein Fleckchen, das ich empfehlen kann. Wie lange muss man da laufen vom Parkplatz bis zu so einer einsamen Bucht? Also die erste hat man so nach ungefähr 10 Minuten erreicht. Aber wie gesagt, die ersten sind natürlich auch immer gleich frequentiert. Da kann es also durchaus sein, dass man dann auch mal mit seinen ganzen Sachen so eine halbe Stunde läuft. Naja. Ja, und dann muss man aber noch runter. Runter kommen sie immer. Ja, und da muss man irgendwann wieder rauf, weil es gibt keinen anderen Zugang. Und ein Auto holt man sich wahrscheinlich bei der Autovermietung. Genau, am besten mit dem Flugzeug nach Palermo fliegen und direkt am Flughafen dann ein Auto mieten. Und dann kann man eben die ganze Insel erkunden. Es gibt natürlich nicht nur diesen Nationalpark Lozingaro, der ist wirklich ganz toll und das ist absolut sehenswert. Da sollte man unbedingt hin. Aber was auch sehr, sehr schön ist, das ist im Westen die Stadt Trapani. Da gibt es die Mühlen. Da haben wir Windmühlen. Viele haben vielleicht schon mal die Bilder gesehen von irgendwelchen Küstenstreifen, wo dann eben diese Windmühlen stehen. Also auch wirklich ganz, ganz bezaubernd. Dann haben wir die Stadt Marsala. Die ist sehr, sehr orientalisch angehaucht, weil sie eben quasi als Hafenstadt auch das Tor zum Orient war. Ja, und im Süden haben wir dann das Agrigento mit der Stadt Chaka. Dort kann ich empfehlen, eine Ferienanlage. Die ist eigentlich in italienischer Hand. Da machen also, beziehungsweise dort sind sehr viele Italiener Eigentümer von kleinen Wohnungen, von Apartments. Aber es gibt auch einige, die vermietet werden an Touristen. Und wer da nicht unbedingt ins Hotel möchte, sondern einfach mal so für sich sein möchte, sich dann auch selber im Supermarkt seine Sachen einkaufen möchte, seine Lebensmittel einkaufen möchte, der ist da wirklich sehr gut aufgehoben. Da haben wir dann auch ziemlich viel Strand in der Nähe. Und ja, und dann kann man natürlich auch sehr viele Ausflüge machen ins Agrigento, ins Tal der Tempel oder dann noch mal ein Stückchen weiter in den Südosten, wo wir dann die zwei Städte Ragusa und Siracusa haben. Ja, und im Osten haben wir dann die andere Stadt mit einem Flughafen, das ist Catania. Und in der Nähe von Catania haben wir Taormina, das ist ja sehr bekannt mit dem Amphitheater. Und wenn wir dann noch weiter Richtung Norden fahren, dann kommen wir nach Messina. Und dort, von dort aus kann man dann nach Kalabrien schauen und hat das Gefühl oder den Eindruck, das ist ja so dicht dabei, da kann ich doch eigentlich hinschwimmen. Aber das täuscht. Da gibt es ganz gefährliche Strömungen, also das sollte man tunlichst unterlassen.
Gut, also am Anfang sind wir eine halbe Stunde oder etwas mehr bis zu einer der Badebuchten gelaufen. Schwimmen nach Kalabrien, das wollen wir jetzt eher nicht, weil es Genau. zu weit und zu gefährlich ist. Aber von dieser Ferienanlage, von der Sie da gesprochen haben oder wo diese vielen Ferienwohnungen sind im Süden, wenn man da auf der Terrasse sitzt und ein bisschen aufs Meer schaut, einen schönen Rotwein zu trinken, das wäre doch eine tolle Idee. Haben Sie denn da auch eine Empfehlung? Ja, was Wein betrifft, da haben wir ja auf Sizilien einige berühmte Weißweintrauben. Das eine ist Cataratto und das andere ist Grillo, die zwei weißen. Und ja, die machen sehr, sehr schöne fruchtige Weine. Und als Rotwein ganz berühmt natürlich der Nero d'Avola. Die Stadt habe ich auch ganz vergessen, der Nero d'Avola oder die Traube heißt so, weil sie, sagt man, aus Avola kommt. Avola ist auch eine Stadt im Südosten. Und Nero d'Avola heißt ganz einfach der Schwarze aus Avola. Das ist also eine von den berühmten Rotweintrauben. Dann haben wir noch eine ganz, ganz alte, die jetzt ja so eine kleine Renaissance erlebt. Das ist Frappato. Und da habe ich auch einen ganz tollen Tipp. Das ist von der Firma Kummo. Die sitzen in, wie heißt das noch? Ach Gott, Canicattì, genau, Canicattì. Ich will immer Caltanissetta sagen, aber da sitzt mein Ölproduzent. Canicattì, da sitzt die Firma Kummo. Und die machen eben diese Cuvée aus dem Frappato und dem Nero d'Avola. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ist ein ja nicht so schwerer Rotwein, weil gerade auf Sizilien mit der Sonne, da sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu schwere Weine genießen. Das ist so ein Wein, den kann man durchaus jeden Tag trinken, wenn man denn keine Weißweine mag. Aber wie gesagt, wenn man auch Weiß mag, dann Grillo oder ein Cataratto. Ich habe die Flasche gehört, aber vielleicht wäre es auch schön, wenn wir sie noch sehen. Ja, Da ist sie. da ist sie, Wunderbar. Sehr genau. schön. Sagen Sie abschließend Jahreszeit, Sizilien im Sommer wahrscheinlich furchtbar heiß und eher was für Grillfreunde. Kann man denn da auch im Herbst oder im Winter hinfahren? Also im Winter war ich selber noch nicht dort. Das erste Mal, wo ich dort war, war es Ende Mai. Da ist das Meer auch schon ganz, ganz toll. Da kann man also wirklich auch schon baden. Und dann war ich mal dort im Oktober. Man kann auf Sizilien, beziehungsweise speziell im Süden von Sizilien, kann man auch bis November letztendlich noch ins Meer, weil das unheimlich von Afrika beeinflusst wird vom Klima her. Und ich war dann, wie gesagt, einmal auch im Oktober dort und da hatten wir immer noch weit über 30 Grad. Also da bin ich dann fast eingegangen. Das ist also dann schon heftig. Also da muss man gar nicht im Sommer hin, wenn es dann noch mal 10 Grad wärmer ist. Also da ist dann Oktober auch schon eine gute Jahreszeit. Oder halt Mai, wenn alles anfängt zu blühen. Weil da sollte man dann auch mal hin. Dann kann man nämlich auch die Kapernbüsche sehen. Die haben, also Kapern haben ja ganz, ganz tolle Blüten. Das ist einfach nur faszinierend. Das ist so eine tolle Blüte. Am Anfang wusste ich auch nicht, was das ist und habe ich dann mal Einheimische gefragt. Und die haben dann gesagt, ja, das sind Kapern. Da gibt es dann irgendwann die schönen Früchte. Super. Frau Hilsemeier, das weckt wieder Fernwehsucht und den Appetit. Und ich kann diesen TV-Kommissar immer besser verstehen, mit seiner Vorliebe nicht nur ungelöste Fälle aufzuklären, sondern auch ja, Restaurants auszuprobieren, Fisch zu essen, tollen Wein zu trinken und sich Richtig. ein schönes Leben zu machen. Auf So ist es. Sizilien Und anscheinend möglich. absolut. Und wenn man dann sich kulinarisch etwas gegönnt hat, dann ist man ja auch wieder leistungsfähiger. Ne? Dann kann man wieder Tempelanlagen anschauen, alte Zum Steine. Beispiel, ja. Oder Genau. die Montalbano Krimifälle lösen, Morde aufklären. Ich danke Ihnen für heute, Frau Hesemeyer, und ciao. Ciao, a presto.